Navigiere zu OHB in Bremen. Los geht's. 2 Stunden 47. Früher hätte ich mich jetzt ewig durch Straßenkarten gewühlt, um ans Ziel zu kommen. Heute gibt einem das Navigationsgerät den Weg vor. Klar, da sind auch schon einige im Feld gelandet, aber meistens funktioniert das sehr zuverlässig. Aber wie das jetzt genau funktioniert? In meinen Worten würde ich sagen, mithilfe von Satelliten, die die Erde umkreisen. Die senden nämlich permanent die genaue Uhrzeit und ihre Position zur Erde. Beim Empfang von mindestens 4 Satelliten kann das GPS-Gerät dann aus den übertragenen Positionen der Satelliten und den Differenzen der empfangenen Uhrzeiten meinen Standort berechnen. Nach 500 Metern rechts abbiegen. Moin, Herr Dr. Petsch. Moin, moin. Willkommen bei OHB. Dankeschön. Das Navi hat mich perfekt zu Ihnen gebracht. Und ja. Sie arbeiten hier dran, dass wir alle täglich noch besser navigieren können. Ja, das ist richtig. Und wir arbeiten nicht nur an der Navigation. Neben der Navigation und anderen großen Projekten, Navigation wird ja von der EU betrieben und gefördert, arbeiten wir auch in zahlreichen ESA-Projekten. Ja. Im Bereich der Telekommunikation, im Bereich der Erdbeobachtung, für die Wissenschaft. Wenn Sie also mal einen Satelliten brauchen, kommen Sie zu uns. Ist das Galileo-Projekt denn schon an den Start gegangen? Es werden immer 2 oder 4 Satelliten gestartet. Das hat im Jahre 2014 für unsere Satelliten begonnen. Die letzten Satelliten sind vor circa 1-2 Monaten fertig geworden, sind jetzt in Kourou, werden auf den Start vorbereitet und wir fiebern alle dem 25.07. entgegen, da starten die nämlich. Was sind die Vorteile an dem Projekt und auch für mich als Privatperson? Man hat eine sehr genaue Navigation. Daneben gibt es Dinge, die sich nicht direkt erschließen. Ich gehe mal davon aus, Sie telefonieren ab und an. Doch, gelegentlich. Auch Energie werden Sie benutzen. Banking auch. Banking auch, die eine oder andere Überweisung. Und dahinter wird Galileo benutzt, ohne dass man es merkt, interessanterweise in immer stärkerem Maße. Darüber hinaus stellt Galileo noch sogenannte Search and Rescue Services zur Verfügung, also für den Katastrophenschutz, in Not geratene Einheiten, Menschen, Schiffe. Jetzt kommen ja noch mal mehr Satelliten dazu. Also was wird dann genau noch besser? Die größere Zahl an Satelliten ist immer gleichbedeutend mit einer stärkeren Zuverlässigkeit, einer höheren Genauigkeit und auch interessanterweise einer kürzeren Zeit, in der das Signal und die Positionierung zur Verfügung stellt. Sie haben das vielleicht schon mal festgestellt, Sie schalten ein Gerät ein und manchmal kommen so kryptische Meldungen wie, ich muss das Satellitensignal suchen, ich muss den Satelliten suchen und dann dauert es einen Moment, bis man die Position wirklich bekommt. Die EU, der europäische Bürger, ist der Eigentümer der Galileo-Konstellation und die EU, die Kommission und die nachgeordneten Stellen betreiben Galileo auch. Und das werden sie hoffentlich für die nächsten Dekaden tun. Wer denkt sich denn die Namen für die Satelliten aus? Die sind ja immer relativ einfallsreich. Ja, die Namen sind von ganz kleinen Klugscheißern im Übrigen erfunden worden. Und zwar hat die Europäische Kommission einen Malwettbewerb ausgeschrieben in Europa. Und jeder der Gewinner, ein Gewinner pro Land, dessen Name stellt einen der Satellitennamen dar. Für die letzten 4, die jetzt im Juli starten, sind es Tara, Samuel, Anne und Ellen. Das ist ein Galileo-Satellit in Originalgröße. Für so groß wie eine alte Telefonzelle. Das ist auch ungefähr der Maßstab, den wir immer anwenden, wenn wir gefragt werden, wie groß ist das denn? Na, so ungefähr wie eine große Telefonzelle mit ein paar Flügeln dran. Wobei die meisten Jugendlichen heute Telefonzellen nicht mehr kennen unbedingt. Nein, die kennen keine Telefonzellen, die kennen nur noch Smartphones. Auf den Smartphones allerdings kann man auch Galileo sichtbar machen. Wie denn? Tief vergraben in den Einstellungen kann man sich anzeigen lassen, welche Navigationssatelliten das Gerät sieht. Und dann kann man wirklich alle Satelliten sehen, zu denen das Smartphone eine Verbindung hat. Also sowohl Galileo als auch die amerikanischen, russischen und chinesischen Satelliten. Das ist doch mal ein echtes Klugscheißerwissen. Guten Morgen, dieser Rufus, hallo. Ich werde Sie übergeben an den Kollegen, der besonders fachkundig ist. Ja, Wahnsinnswetter heute, oder? Sie ja, wussten es schon wegen Ihrem Satelliten seit 3 Wochen, richtig? Nee, leider noch nicht. Also wir haben im Moment zwar die Satelliten im Bau, die dafür sorgen, dass man es bald viel, viel besser weiß, aber momentan ist die Wettervorhersage aufgrund der Genauigkeit der Daten so auf bis zu eine Woche und danach wird es sehr ungenau. Also die Wettersatelliten, die sind auf der geostationären Bahn, das ist so weit entfernt, 36.000 Kilometer.
Die sind dort, weil sie sich eben halt genauso schnell bewegen, wie die Erde sich dreht und die damit zueinander stillstehen. Und wenn jetzt dieser Satellit auf der Erde eine Messung machen will von Temperatur oder Feuchte, dann muss man sich das so vorstellen, um den Maßstab hinzukriegen, dass diese Münze jetzt auf der Spitze des Fallturms steht und ich mit dem Laserpointer für mehrere Sekunden genau diese kleine Oberfläche treffen muss und dabei nicht wackeln, zittern oder irgendwie daneben kommen, sondern der Satellit muss so stabil sein, dass er das eben halt hält. Und das macht es so kompliziert, den so stabil zu bauen, dass man mit den Daten später gute Wettervorhersagen machen kann. Ja, wir sehen jetzt witzig aus. Ja. Ist das bei Ihnen jeden Tag so? Ja, wir sind jetzt hier im Rheinraum, wo die Satelliten integriert werden. Ich zeige Ihnen mal gerne, wie es hier losgeht bei den ersten Schritten des Satelliten und wie es dann später aussieht, wenn es schon weit ist. Ja, super, ich bin gespannt. So, und das ist jetzt hier der Satellit. Ja, das ist praktisch das erste Bauteil vom Satellit. Das ist das Skelett, das ist das Zentralrohr, nennen wir das. Hier wird im Prinzip am unteren Teil nachher der Satellit mit der Rakete befestigt. Und der ganze Satellit drumherum wird jetzt praktisch hier dran geschraubt. Und wann geht der hoch? Der geht hoch 2023. Wahnsinn. Wie viele Menschen arbeiten daran? An solchen soliden Projekt arbeiten normalerweise über 100 Personen. Je nach Größe und Komplexität. Ich denke, bei diesen Wettersatelliten sind es bestimmt um die 150 bei ORB. Da wird ja auch einiges an Alufolie dann gebraucht, oder? Ja, wofür genau. Ist das also gut? Jedes Kabel kriegt seinen kleinen Aluminium-Schutzmantel, damit eben halt keine elektromagnetische Strahlung die anderen Geräte stören. Und das wird alles in Handarbeit gemacht, ne? Ja. Wahnsinn. Auch wie viele Arbeitsstunden sind das insgesamt für so einen Satellitenbau? Also für einen Gesamtsatelliten ca. 1 Million Stunden. Nachdem wir hier die Funktionstests abgeschlossen haben und alles zusammengebaut ist, wird der Satellit eingepackt. Kommt er nach München und dort wird der Satellit dann auf seine Extreme getestet. Wenn irgendwas, nachdem es heiß war, nicht mehr funktioniert, muss es ausgebaut werden, muss analysiert werden, warum das so war und muss im Prinzip nachgebessert werden. Ja, und nachdem alles getestet wurde, wird eingepackt. Der Satellit kommt in einen großen Container und dieser Container kann dann eigentlich nur von dem größten Transportflugzeug der Welt, der Antonov, die macht vorne ihr Maul so auf, da wird dann der Container so reingeschoben. Und die fliegt dann nach Französisch-Guayana Kourou zu dem europäischen Startplatz und wird dort im Prinzip ausgepackt, nochmal funktionsgetestet, ob er auch den Flugzeugtransport gut überstanden hat. Dann wird der Satellit betankt auf die Rakete geschraubt und gestartet. Und dann kommt man in den Weltraum und im Weltraum wird der Satellit dann von der Rakete gelöst. Die Geräte werden alle aufgeheizt, in Betrieb genommen, bis am Ende man sagen kann, alles funktioniert. Und lieber Kunde, hier bitteschön ist der funktionierende Satellit. Das hier ist also jetzt ein Fahrstuhl, um in den Satellit reinzufahren? Ja, das ist vielleicht der kleinste Fahrstuhl der Welt. Die können gerne mal rein und dann kann man damit theoretisch sich reinstellen und dann oben hinfahren, um dort daran zu arbeiten von innen. Krass, ich guck mir das mal an. Cool. Oh Gott, ich möchte, glaube ich, nicht ins Weltall. Das ist schon sehr eng alles. Ja, vielen herzlichen Dank. Gerne. Es war super spannend und ich bin gespannt, ob dank Ihrer Satelliten das Ganze dann bald zuverlässiger wird bei der Wettervorhersage. Habt ihr noch Fragen zu großen Weltraumprojekten der EU wie Galileo oder weitere Fragen zu Satelliten? Dann ab damit in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen und bis bald.